Hallo liebe YLs, SWLs und OMs. Willkommen zum wöchentlichen DD0LQTC. Heute geht es darum, die Repeater-Liste aus drei Quellen zusammenzufügen für das eigene Funkgerät. Nämlich erstens die Hotspots zu erhalten, die man vielleicht schon mal eingegeben hat, sein DV4 Mini oder den DV Mega. Zweitens die Kenwood-Liste, die viele Länder und Regionen enthält, leider nicht sehr aktuell ist. Und die Liste der deutschen Repeater vom UV Wertheim. Auf der Zeichnung hier sieht man diese drei Quellen und man sieht auch, was heute gemacht wird. Zuerst laden wir mit der MCP die 74 Software die aktuellen Einstellungen auf den Windows-Rechner runter und wir haben dann hier zum Beispiel in der letzten Zeile den eigenen Hotspot eingetragen mit drei Europe 20 Hotspots und auch in der Gruppe 20 Hotspot. Wir haben die Kenwood-Liste, aus der wir einzelne Teile nur raus haben wollen, zum Beispiel die Gruppe 27, das ist Frankreich, die Gruppe 42, das ist Belgien. Und dann die Datei von Wertheim, Alpha 23, in der nur die deutschen Repeater sind. Und in diese Datei wollen wir auch einfügen die anderen Werte, den eigenen Hotspot, die Repeater aus Belgien und Frankreich, das Ganze abspeichern und dann zum Funkgerät übertragen. Das Erste, was wir machen, das ist der Klassiker, die Gerätesoftware starten, das MCP D74, das braucht natürlich immer ein bisschen was, braucht auch ein bisschen Zeit, um die Verbindung zum Funkgerät herzustellen. Das ist mit USB hier wieder angeschlossen und das Erste, was man in der Regel macht, ist die Werte vom Transceiver in den Computer zu übertragen. Vielleicht hat man das Ganze auch abgespeichert, das ist dann auch okay. Hier ist gezeigt, wie man die Software oder die aktuelle Konfiguration runterlädt auf den Rechner und dann diese Datei. Wir warten kurz. Genau. Und in der Repeater-Liste finden wir jetzt beispielsweise den eigenen Hotspot. Diese Einstellung, die wollen wir natürlich uns erhalten. Das hatten wir in einem der vorherigen Videos schon gemacht. Darüber sind die anderen Repeater, die ich schon eingefügt hatte. Und wir können diese Liste exportieren in eine Datei, in eine Tab-Separated-Value-Datei. Und ich nenne die mal hotspot.tsv und die wird dann gleich noch weiter verarbeitet. Das Ganze landet in die, das ist das Verzeichnis, in das ich viele Amateurfunk-Konfigurationen speichere. Und die Datei wollen wir öffnen, bearbeiten und zwar mit dem Ultra Edit. Das ist ein sehr brauchbarer Editor. Leider nervt er ein bisschen mit der 3-Version. Wenn jemand eine Lizenz hat für den Ultra Edit und noch nicht weiß, was er mir auf die Geburtstagskarte schreiben soll, ich hätte da einen Wunsch und ich hätte da eine Idee. Was wir auf jeden Fall jetzt machen mit dieser Datei, die wir aus dem Transceiver rausholten, wir löschen erstmal alles raus, mit Ausnahme von zwei Zeilen, nämlich mit Ausnahme der ersten Zeile. Das sind die Bezeichnungen der Spalten. Das lassen wir einfach drin, dann wissen wir auch jederzeit, worum es sich hier eigentlich handelt. Und der eigenen Datei oder der eigenen Zeile mit dem Eintrag des eigenen Hotspots. Gut, das wird gespeichert und was wir jetzt brauchen, ist die Alpha 23 Liste, das sind die aktuellen Repeater, die uns für Deutschland interessieren. Vielleicht auch auf dem Weg in den Urlaub, da können wir noch schön QSOs fahren. Und die wird abgespeichert. Die Liste für den Kenwood. Etwas unübersichtlich, Download. Ist auf jeden Fall die neue Version. Save S, dann landet das Ganze auf der Platte. Und was wir auch brauchen, ist die Liste von Kenwood. Dort sind dann beispielsweise die Einträge drin von Frankreich, von Belgien, natürlich von anderen Ländern auch. Wenn man dorthin fährt, möchte man die möglichst aktuell halten. Dass diese Kenwood-Software oder dass diese Kenwood-Liste nicht 100% aktuell ist, sieht man erstens daran, dass sie deutlich seltener erscheint als die Wertheim-Liste und auch daran, dass beispielsweise der Repeater, der nur zur Hemradio in Friedrichshafen läuft, der ist da immer noch eingetragen und immerhin, jetzt ist schon März. Nun ja, also,
Was brauchen wir jetzt? Wir laden jetzt diese Datei, die ist im Download-Verzeichnis. Richtig, Downloads. Und hier finden wir dann die Wertheim-Liste. Jetzt habe ich den falschen Editor erwischt, also nochmal mit dem Ultra-Edit öffnen. Und das ist jetzt die Wertheim-Liste. Und wir öffnen gleich noch die Liste von Kenwood mit den weltweiten Einträgen. Und auch hier ist die erste Zeile wieder enthalten, wie in jeder Datei. Eigentlich mit den Spaltenbezeichnungen, Name, Frequenz, die Position natürlich auch. Die hatten wir jetzt für den Repeater nicht eingegeben. Wir möchten den ja möglichst schnell erreichen. Und wir kopieren die Zeile mit dem Hotspot aus der Datei Hotspot heraus und fügen das unten in diese Wertheim-Liste einfach an. Wirklich nur diese eine Zeile, natürlich auch den Zeilenumbruch. Und wir interessieren uns für Frankreich und kopieren alle Länder, die in der Landesbezeichnung France haben, hier raus, auch wieder mit Ctrl-C, der letzte Repeater südlich von Paris, mit Ctrl-C raus, auch das unten an diese Liste von Wertheim unten dran. Es ist völlig egal, in welcher Reihenfolge das da reinkommt. Der Transceiver sortiert es dann schon richtig. Und jetzt interessiert uns vielleicht noch Belgien, weil es so ein schönes Land ist und in Flandern eine unglaublich schöne Küste hat. Das hatte ich ja schon in dem Video hier gezeigt, als es um APRS ging. Also Belgien wird auch kopiert. Kurz vor Bulgarien hört es dann auf. Ctrl-C rauskopieren, auch hier wieder mit Ctrl-V unten anfügen. Die Datei ist jetzt größer geworden. Das Kenwood-Gerät verträgt maximal 1500 Einträge, hatte ich gelesen. Das ist auf jeden Fall noch deutlich weniger. Und das können wir jetzt speichern. Save as. Ich hatte diese Datei jetzt gespeichert als urlaub.tsv. Auch wieder in das D-Verzeichnis, genau, meine Liste, nicht Urlaub, meine Liste habe ich sie genannt. Und das können wir jetzt hier in der MCP D74 Software importieren. Meine Liste, da ist sie schon. Öffnen. Und das ist jetzt die Liste mit diesen drei gemischten Einträgen. Also erstens mein eigener Hotspot, zweitens die deutschen Repeater, die aus Wertheim kamen, und dazu noch die Einträge aus der Kenwood-Liste von Belgien und von Frankreich. Und das Ganze wird jetzt zum Transceiver übertragen, geschrieben. Das geht immer etwas schneller als das Lesen. Und nach dem Reboot des Transceivers sind die Werte auch schon drauf und ich kann beispielsweise in Urlaub fahren. Das war's für heute. Mehr gibt es tatsächlich nicht zu sagen. Es ist straightforward. Die Liste mit den Hotspots sollte man sich irgendwo gut aufheben. Die braucht man beim nächsten Mischen wieder. Der Rest ist Wegwerfware und wird jeweils neu aus dem Internet geladen. 73, bye bye und bis zum nächsten Video.